Lustiger Witz in 3, 2, 1, Action! Hätte Gott gewollt, dass wir Menschen Wasser trinken, dann hätte er wohl während der Schöpfung kein Salz in die Meere getan. Was haben Krokodile und Italiener gemeinsam? Kleine Beine und große Fresse! Das war lustig! Lacht mal! Ein Arzt geht zum Patienten und sagt: Herr Müller, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Herr Müller daraufhin: Oh mein Gott, was ist los? Was ist das? Der Arzt darauf: Sie müssen aufhören zu masturbieren. Herr Müller daraufhin: Oh mein Gott, warum? Der Arzt antwortet daraufhin: Weil ich gerade mit Ihnen rede. Wie kann man ganz einfach 10 Millionen Follower bekommen? Man nimmt eine Wasserflasche und rennt in Afrika rum. Man darf jetzt nicht mehr Negergröße sagen. Ab jetzt heißt es Schaumwaffen mit Migrationshintergrund. Was ist das? Es ist interessant, wie in den verschiedenen Sprachen der Welt man Hunde andere Laute macht. In den USA macht der Hund Wuff Wuff, in Deutschland Wau Wau, in Tschechien Haff Haff, in Holland Blaff Blaff und in China Brutzel Brutzel. Kondom geplatzt. Prostituierte hat Schnauze voll. Was ist schwarz und krabbelt das Bein hoch? Eine Abtreibung mit Heimweh. Eine ältere Dame geht zum Arzt und fragt den Arzt: Herr Doktor, wo liegt eigentlich das Herz? Er sagt: 2 Zentimeter unter der Brustwarze. Die Frau bedankt sich und geht nach Hause. 2 Tage später liest der Arzt die Zeitung und darin liest er: Eine ältere Frau versucht Selbstmord zu begehen und schießt sich ins Knie. Was ist der Unterschied zwischen Casanova und Jesus? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Was ist der schlimmste Tag für den U-Boot-Fahrer? Tag der offenen Tür. Auschwitz, beste Hotel, 6 Millionen Sterne. Ich habe einen Nazi-Pokémon-Spieler kennengelernt, das ist rechtsradikal. Was ist an Frauen und Steckdosen dasselbe? Wenn man ins Loch fasst, kriegt man eine geklatscht. Ein Amerikaner, der seine Freundin aufrichtig liebte, beschloss, ihren Namen auf seinen Penis zu tätowieren. Ihr Name war Wendy. Die Tätowierung wurde in erigiertem Zustand gemacht, sodass, wenn der Penis nicht erigiert war, nur W und Y zu sehen waren. Nachdem das Paar geheiratet hatte, verbrachten sie ihre Flitterwochen in Jamaika. Als der Mann auf einer Toilette war, stand ein Jamaiker neben ihm, der auch ein WY auf seinem Penis hatte. Daraufhin fragte der Amerikaner freundlich: Na, heißt Ihre Freundin auch Wendy wegen ihres Tattoos? Da meinte der Jamaikaner freundlich: Nein, mein Herr. Bei mir steht Welcome to Jamaica, have a nice day. Freunde, richtig schlechter Witz. Gehen 2 Eskimos nach Hause. Sagt der eine: Wo ist denn eigentlich dein Iglo? Sagt der andere: Oh nein, ich habe das Bügeleisen laufen lassen. Freunde, es macht keinen Sinn, weil Iglos haben keinen Strom. Hab gerade ca. 2000 Briefe bekommen. Bestell nie wieder ein Wörterbuch bei Ikea. Deine Mutter ist so fett, bevor sie begraben wurde, war die Erde noch eine Scheibe. Im Fahrstuhl ganz unten. Fahren Sie nach oben? Nein, nach rechts. Ach nö, nicht schon wieder. Ich hab mich in einen Pickel verwandelt. Pickle Rick! Oh jeez, sie haben Rick getötet. Ihr Schweine! Heute stand eine Menge Polizeiautos vorm Puff. War wohl Muttertag. Was macht eine Frau auf einer Eisscholle? Abtreiben. Wie nennt man einen fetten Autoren? Kugelschreiber. Wie nennt man eine jüdische Sauna? Auschwitz. Was hat ein Mann ohne Beine? Erdnüsse. Wie viele Deutsche braucht es, um eine Glühbirne einzudrehen? Wir sind sehr effizient und haben keinen Humor. Flugzeug. So macht der Pilot so eine Durchsage. Ja, wir haben jetzt unsere Mindesthöhe erreicht. So laber. Möchte eigentlich aufhören, aber er hat die Sprechanlage noch einmal noch angehabt. Sag auf einmal dann zu dem Co-Piloten: Ich gehe jetzt kacken und danach ficke ich hier die blonde Stewardess. Auf einmal erschreckt sich die blonde Stewardess hinten, läuft nach vorne, fällt im Zwischenweg dahin. Er sagt zum Passagier: Keine Sorge, er ist noch kacken. Was ist braun und fliegt durch die Luft? Eine Ledermaus. Ich habe neulich meine Frau mit der Katze kuscheln sehen. Ich habe das Mistvieh rausgeworfen. Jetzt kuschel ich mit der Katze. Was haben ein Gefängnis und der Vatikan gemeinsam? In beiden hocken Pädophile. Warum klopft ein Arzt dem Baby auf den Rücken bei der Geburt? Den dumm fällt der Pimmel ab. Sitzen ein Pole, ein Türke und ein Russe im Fahrzeug. Wer fährt? Die Polizei. Deine Mutter arbeitet im Knast. Als Strafe. Sitzt ein Tscheche, ein Araber und ein Deutscher in der Bar. Trinkt der Tscheche das Bier aus, macht's kaputt, sagt: So viele Flaschen wie wir in der Tschechei haben, kann ich doch ein paar Gläser kaputt machen. Trinkt der Araber, das ist ein alkoholfreies Bier aus, sagt er: So viel Sand wie wir in Saudi-Arabien haben, kann ich noch so viele Gläser kaputt machen.
Erschießt der Deutsche die beiden, sagt er, so viele Ausländer wie wir haben, kann ich doch mit anderen saufen gehen. Was ist der Unterschied zwischen Microsoft und Batman? Batman hat den Pinguin besiegt. Sitzen drei Mäuse beim Bier und gehen gegenseitig an. Sagt die erste Maus, naja, ich bin ja wohl ziemlich cool drauf. Immer wenn bei uns im Haus eine Mausefalle steht, laufe ich hin, klaue den Käse und mache an dem Fallenbügel Krafttraining. Sagt die zweite, und ich bin erst ein geiler Macker. Immer wenn bei uns Rattengift verstreut wird, hole ich mir einen Spiegel und eine Rasierklinge und ziehe mir erstmal eine Leine. Als die dritte Maus nichts sagt, fragt die erste, und du, bist wohl nicht so mutig und cool wie wir? Antwortet die dritte, ihr langweilt mich, ich gehe jetzt heim die Katze bumsen. Warum gibt's in Frankreich so viele Alleen? Der deutsche Soldat marschiert am liebsten im Schatten. Ja, unterhalten sich zwei Männer in der Bar, sagt der eine, du, ich mach jetzt Musik im Quartett. Echt, wie viele seid ihr denn? Drei. Ja, werden alles. Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nee. Und? Auf einem Flug von Hamburg nach New York. Eine Durchsage des Piloten. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie aus dem linken Fenster sehen, sehen Sie das linke Triebwerk. Es brennt. Wenn Sie aus dem rechten Fenster sehen, sehen Sie das rechte Triebwerk. Es brennt. Wenn Sie nach links unten schauen, sehen Sie einen Fallschirm. An dem hänge ich. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt. Treffen sich zwei Piloten. Gab 300 Tote. Wie nennt sich die Bild ohne Fotos? Text. Reist ein Deutscher nach China, meint der Chinese. Ich glaube, ich kartoffel mal nach Deutschland. Was ist weiß und steht hinter einem Baum? Eine schüchterne Milch. Was ist braun, knusprig und schwimmt unter Wasser? Ein U-Boot. Vor was hatte Hitler am meisten Angst? Vor der Gasrechnung. Ein Mann kommt zum Arzt und will sich sterilisieren lassen. Sterilisieren, fragt der Arzt, das ist ein Eingriff, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Sie sind 26, das ist viel zu jung für so etwas. Doch der Mann beharrt darauf und wird fachgerecht sterilisiert. Schon ein paar Stunden nach dem Eingriff kann er wieder nach Hause, wo ihn seine Mutter freudig begrüßt. So, warst du in der Stadt? Jawohl, Mama, ich war einkaufen. Und, hast du ein neues Hemd gekauft? Jawohl, Mama, ich habe ein neues Hemd gekauft. Sehr gut. Und, warst du beim Arzt? Jawohl, Mama, ich war auch beim Arzt. Und, hast du dich impfen lassen? Ach, impfen heißt das Wort. Hör mal, was machst du denn jetzt eigentlich? Ich studiere dual. Sag mal, hast du mich gerade Aal genannt? Deine Mutter arbeitet in IKEA als unterste Schublade. Klein Erna kommt zu Mutti. Mutti, wo kommen eigentlich Babys her? Das sagt die Mutter ganz erschrocken. Da, wo vor 9 Monaten der Samen reingegangen ist, da packt sich Klein Erna an den Hals und sagt, oh Scheiße. Ich war heute ohne Handy auf der Toilette. Wir haben 5642 Fliesen. Oma, schwerhörig beim Arzt. Der Arzt, Sie haben Thrombose. Oma, wie bitte? Der Arzt, Thrombose. Oma, Eier. Der Arzt, das muss man operieren. Oma, wie bitte? Operieren, ruft der Arzt. Oma, Eier. Kostet viel Geld. Oma, wie bitte? Sagt der Arzt wiederum. Viel Geld. Oma, Eier. Daheim fragt Opa, was hat der Doktor gesagt? Sagt die Oma, er hat gesagt, ich habe einen Traumbusen und den müsse man fotografieren. Dann bekomme ich viel Geld. Ein Mann zu seinem Psychiater. Meine Frau hat sich die Köpfe ihrer ersten beiden Liebhaber auf die Brüste tätowieren lassen. Was soll ich tun? Meint der Psychiater. Im Prinzip nichts. Nur warten und immer dran denken, was die mit der Zeit für lange Gesichter kriegen. Es war einmal ein Hotel und drei Gäste. Am ersten Tag checkte der Erste ein. Er ging auf sein Zimmer, packte in seine Sachen aus und ging auf Toilette. Plötzlich hörte er ein Flüstern, ich sitze unter dir und brauche Blut von dir. Daraufhin rannte er panisch aus dem Gebäude. Am zweiten Tag kam der zweite Gast. Dieser checkte ebenfalls ein, ging auf sein Zimmer und ging auf Toilette. Und wieder, ich sitze unter dir und brauche Blut von dir. Dieser sprang daraufhin panisch aus dem Fenster. Am dritten Tag kam der dritte Gast. Dieser checkte ein, ging auf Toilette und wieder hörte ein Flüstern. Ich sitze unter dir und brauche Blut von dir. Doch diese antwortete daraufhin entspannt. Ich sitze über dir und brauche Klopapier. Ein YouTuber spaziert durch Straßburg. Da entdeckt er im Fluss einen Mann, welcher gerade zu ertrinken droht. Er springt hinein, zieht den Mann raus und rettet ihn. Ich bin der Europaabgeordnete Axel V., Vater des Artikel 13. Wie kann ich Ihnen danken? Alter, erzähl das bloß keinem, sonst machen die mir den Kanal schneller dicht, als du das jemals könntest. Ich bin das kleine Klötentier. Und morgen komme ich auch zu dir. Dann treibe ich nur noch Schabernack und zeig dir meinen blanken Sack.
Also, warum hat Gott von Adam eine Rippe geklaut und aus eine Frau gemacht? Er wollte zeigen, dass beim Diebstahl nichts Vernünftiges dabei rauskommt. Was ist der Lieblingsverein von Al-Qaida? Die New York Jets. Kommt ein Frosch in den Laden, da fragt die Verkäuferin, na, was hätten Sie denn gerne? Sagt der Frosch, Quark. Frau Merkel, Herr Putin und Herr Trump flogen gemeinsam zu dritt über die Welt. Als sie über Russland ankamen, sagte Putin zu ihnen, wenn ich diesen einen Rubel fallen lasse, freut sich gesamt Russland. Später flogen sie nach Deutschland, wo Frau Merkel dann antwortete, ja, und wenn ich diesen einen Euro fallen lasse, freut sich gesamt Deutschland. Danach flogen sie zu den USA. Als dann Trump sagte, ja, und wenn ich diesen einen Dollar fallen lasse, freut sich die gesamte USA. Daraufhin der Pilot, ja, und wenn ich dieses Flugzeug abstürzen lasse, freut sich die gesamte Welt. Was machen Männer ohne Beine? Sackhüpfen. Fragt der Sohn seinen Papa. Papa, was ist ein Alkoholiker? Sagt der Papa, siehst du die vier Bäume da? Ein Alkoholiker wird 18. Sagt der Sohn, da stehen aber nur zwei. Was ist der Unterschied zwischen Adolf Hitler und der Sonne? Die Sonne geht im Osten auf, Hitler ging im Osten unter. Sagt der Produktionsleiter zum Lehrling, geh mal raus und streich die Fenster. Geht der Lehrling raus, kommt nach einer gewissen Zeit rein, wieder, sagt zum Produktionsleiter, ich hab die Fenster gestrichen, soll ich die Rahmen auch noch streichen? Kommt ein Skinhead zum Tätowierer. Ich will mir ein Hakenkreuz auf den Arsch tätowieren lassen. Daraufhin der Tätowierer. Gut, nehmen Sie schon mal den Stahlhelm ab. Kommt man zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann in die Zukunft gucken. Oh, sagt der Doktor, wann ist das denn angefangen? Sagt der Patient, nächsten Donnerstag. Was macht ein Masterjam in der Wüste? Sandkörner zählen! Ah! Arme haben Arme. Arme haben Beine. Beine haben keine Arme. Arme Beine. Ein Pärchen im Bett. Gib mir Tiernamen, Maus. Gib mir dreckige Tiernamen, du dreckige Maus. Ja, die Beziehung läuft nicht so. Der Geologielehrer sagt in der Schule, Jungs, pass auf, jedes Mal, wenn ich jetzt montags reinkomme, dann frage ich euch eine Frage und ihr müsst sie dann beantworten, dann habt ihr bis Donnerstag frei. So, dann der nächste Montag kommt und der Lehrer fragt, wie viele Bäume gibt es im Harz? Keiner hat die Antwort, alle so, scheiße. So, dann nächsten Montag, er kommt wieder, er fragt, wie viel Liter hat die Ostsee? Boah, wieder keiner weiß die Antwort, denken sich, was geht bei ihm, ne? So, am nächsten Montag denkt sich Fritzchen, ich lege einfach einen Euro auf den Tisch und dann gucke ich mal, was passiert. So, der Lehrer kommt rein, guckt auf den Tisch, sieht den Euro, fragt, wem gehört denn hier der Euro? Fritzchen sagt, mir. Zack, hat er eine Woche frei. Warum kann man an französischen Pillen nicht ersticken? Die sind halt leicht einzunehmen. Der Papst stirbt, kommt er vor dem Petrus, sagt er, ich bin der Papst. Ich würde jetzt gerne mein ewiges Leben im Paradies antreten. Da sagt der Petrus, Papst, Papst. Tut mir leid, ist niemand auf meiner Liste. Ich bin der Stellvertreter Gottes auf der Erde. Der Chef hat einen Stellvertreter, den trägst du auch. Ich frage mal, mir ist ja nichts bekannt. Wie der hat Gott die Lage. Boah, ich wüsste auch nicht von. Aber was, wir können ja mal meinen Sohn fragen. Ja, rufen Sie Jesus, erklären Sie ihm die Lage. Kann ich mir die mal kurz anschauen, sagt er. 5 Minuten später kommt er lachend um die Ecke. Wisst ihr noch den Fischerverein, den ich vor 2000 Jahren gegründet habe? Den gibt's ja immer noch. Jemand soll ein Werbeplakat für Meier Nägel entwerfen. Da die Entwurfsarbeiten sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben, werden die Plakate ohne das Okay des Chefs von Meier Nägel gefertigt und aufgehängt. Als der Chef am nächsten Tag aus dem Haus kommt, sieht er das Plakat. Jesus am Kreuz und eine Überschrift in riesigen Lettern, Meier Nägel. Der Chef eilt in seine Firma und macht seinem Werber die Hölle heiß. Kannst du doch nicht bringen! Was sollen die Leute denken? Bis morgen früh will ich neue Plakate haben. Der Tag geht um, der Morgen naht. Der Boss geht aus dem Haus und schaut auf das neue Plakat. Jesus, zusammengesackt, unterm Kreuz liegend, hat eine große Überschrift. Mit Meiernägeln wäre das nicht passiert. Also so schwer ist es ja jetzt auch nicht. Was macht ein Masterjam in der Wüste? Bügeln! Es wird nicht besser. Mama, in unserer Familie sterben irgendwie so spontan immer Menschen. Mama? Mama? Heute Morgen die Freundin an die Wand geworfen und mich an den Wecker gekuschelt. Irgendwas ist immer. Klingelt an der Tür. Mein Vater macht die Tür auf und sieht einen jungen Mann. Der junge Mann sagt, hallo, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um Ihre Tochter zu vögeln. Der Vater voll entsetzt fragt, um was? Sagt der junge Mann, Umberto. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee Jumping?
beim Tennis ab und zu auf Pflege. Ben hat keine Arme. Er hat zum Geburtstag eine Armbanduhr bekommen. Nein, Spaß. Er hat das Geschenk noch gar nicht geöffnet. Kennt ihr das? Es geht so richtig zur Sache und dann fragt sie dich, sag mal, hast du eigentlich an Kondome gedacht? Und ich bin dann immer so, fuck, Mann. Ich geh mal schnell schauen. Ja, eins dürfte noch da sein. Warum summen Bienen? Weil sie den Text vergessen haben. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. Wie nennt man einen Schäfer, der seine Schafe schlägt? Ein Mähdrescher. Wie nennt man einen hungrigen Frosch? Ein Magerquark. Was frisst Karotten und hält deine Wohnung warm? Ein Kaminchen. Also ein Rebbe und ein katholischer Priester leben in der Gegend um so ein jüdisches Städter. Mit halt einem katholischen Dorf in der Nähe. Und die verstehen sich ganz gut und machen öfter Sachen zusammen. Eines Tages gehen sie in der Nähe des Städtels spazieren, kommen an so einen kleinen See und denken sich, ach, Wetter ist schön, ist niemand da. Komm, wir machen uns nagisch und gehen schön schwimmen in den kleinen Teich hier. Und kaum sind sie im Wasser, nackt, wie der Herrgott sie schuf, kommen auf einmal Leute. Sie schwimmen schnell zum anderen Ende des Sees, springen raus, laufen weg. Der Priester hält sich natürlich die Hand vor ne, unten. Und merkt, dass sein Freund, der Rebbe, sich die Hände vors Gesicht hält. Und fragt, warum machst du das? Was soll das? Ich weiß nicht, woran dich deine Gemeinde erkennt, aber bei mir ist das Gesicht. Was ist der Unterschied zwischen Hitler und einem Tampon? Keine Ahnung. Hitler ist mein Arsch. Hey Micha, ich habe auch einen kleinen Witz vorbereitet. Das ist so der einzige Witz, den ich kenne. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Kühlschrank? Der Kühlschrank furzt nicht, wenn du die Wurst reinsteckst. Es ist früh morgens und am Pfandautomat wird schreiend der Geschäftsführer verlangt. Deshalb liebt Edeka Lebensmittel und sonst niemanden. Nachdem nun Hitler, Churchill und Truman gestorben sind, kommen sie in den Himmel. Dort steht Petrus an der Pforte und sagt ihnen, Jungs, es gibt eine neue Regel hier. Ihr müsst erstmal einen Sumpf durchwandern. In diesen Sumpf klingt ihr jetzt so tief ein, wie ihr in eurem Leben gelogen habt. Denken sich die drei, ja gut, das sollten wir ja mal mit links schaffen, oder? Churchill macht einen Anfang. Geht rein, er sinkt so ungefähr bis zu den Knien und kommt aber noch ganz gut durch. Truman geht als nächstes, ja, sinkt so etwas mehr ein als Churchill, so ein bisschen Hälfte des Oberschenkels. Und dann sehen Truman und Churchill Hitler an ihnen vorbeilaufen. Er gleitet nur so über das Moor. Und dann fragen die beiden total entsetzt, Junge, wie machst du das? Sagt Hitler, ich stehe auf den Schultern von Goebbels. Ein St. Galler stehen vor einem Abgrund. Der Berner schreit, für Bern, und springt runter. Der St. Galler nimmt Anlauf und schreit, für die Schweiz, und schmeißt den Zürcher runter. Tschüss. Stell dir vor, 99 Ostfriesen, ein Amerikaner und ein Pilot sitzen im Flugzeug. Fliegen über den Atlantik rüber, ne? Für die Ostfriesen ist es auch das erste Mal über einen großen Teich. Und auf einmal während des Fluges kommt eine Durchsage. Achtung hier, Kapitän. Ja, wir sind zu schwer, wir müssen das Gepäck rausschmeißen. Ja, und die Ostfriesen alle, wie Gepäck rausschmeißen, Lieblingsstücke. Ja, kriegen sie alles ersetzt. Okay, Gepäck wird rausgeschmissen. Auf einmal fliegen die wieder ein bisschen weiter, das Flugzeug steigt ein bisschen, dann sinkt es wieder. Und dann sagt, kommt wieder eine Durchsage. Der Kapitän, hier. Zu schwer, wir müssen den Boden abschrauben. Und dann sagen die Ostfriesen so, wie den Boden abschrauben? Wie sollen wir denn weiterfliegen? Naja, das geht schon, das ist so eine ganz spezielle Technik und ist eh nicht mehr weit, bis wir landen und wir halten uns oben einfach an solchen Haltern fest. Wie im Bus quasi, diese Schlaufen, ne? Sagen die, ja, okay, aber das gibt Schadensersatzansprüche. Ja, okay, alles klar. Schrauben die den Boden ab, ne, hängen da alle. Steigen auch kurz wieder, aber es reicht noch nicht ganz. Das Flugzeug sinkt wieder. Der Kapitän sagt, so, hier die Crew, hier aus Mathematikern, Stochastikern und alle haben es nochmal durchgerechnet. Wir wissen jetzt genau, eine Person muss noch über Bord, damit wir wieder steigen können und ordnungsgemäß landen können. Jetzt hängen ja alle so. Und eine Person muss über Bord. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich muss der Amerikaner springen. Die Ostfriesen sagen, wir sind 99, du bist einer. Ist ja klar, wer springt. Sagt er, aber einen Wunsch habe ich noch. Einen letzten Wunsch, bitte. Und dann sagen die Ostfriesen, ja, okay, komm, wir sind gnädig. Einen letzten Wunsch, was denn? Ich würde gern ein Lied mit euch singen. Und die Ostfriesen sagen, was denn? Und er singt, Life is Life. Und die 99 Ostfriesen, na, 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 na. Der Arzt steht bei einem Sterbebett einer Frau.
Er sagt, hören Sie mal, Ihre Frau sieht gar nicht gut aus. Der Ehemann antwortet, ja, ich weiß, aber das wird auch bald vorbei sein. Warum wurde der Bäcker verhaftet? Wieso? Er hat zu viele Eier geschlagen! Oh nein! Ah! Jetzt musste ich neulich eine Stunde nachsitzen, weil ich zu meinem Kumpel Drecksack gesagt habe. Und dabei hatte ich mit ihm nur ein Gespräch über Staubsauger. Ich achte schon sehr auf meine Linie. Manfred, 43, Busfahrer. Ja, was nu? Meine Freundin ist wie mein Strandhaus am Meer. Ich habe kein Strandhaus am Meer. Eine Frau und ein Mann wollen ein neues Passwort an ihrem Computer einrichten und der Mann gibt meinen Penis ein. Und die Frau fällt vor Lachen fast vom Stuhl, als sie die Fehlermeldung sieht. Fehler nicht lang genug. Ich habe erfahren, ich bin gar kein Asiate. Es hat mir die Augen geöffnet. Amerikanischer, italienischer und französischer Pilot treffen sich und es kommt die Frage auf, wie weiß man eigentlich, wo man ist, wenn das Wetter schlecht ist, wenn man nichts sieht. Dann sagt der Amerikaner, well, ich klappe mein Fenster runter, ich mache meine Hand raus, ich mache Fehler. Und wenn da ist Freiheitsstatue, weiß ich, New York, ich kann landen. Sagt der Franzose, oui, ich mache das relativ ähnlich. Ich mache Kurbel, mache Hand raus, mache Fühle, hole Hand wieder rein. Weiß ich, wenn ich gerade gefühlt habe, Eiffelturm, kann ich landen in Paris. Sagt der Italiener, oh, wie scusi. Ich mache Kurbel, ich mache Hand raus, mache Hand rein, mache Kurbel wieder zu und lande. Sagt der Franzose, mache nicht Fühle. Na, mache ich Hand raus, mache ich Hand rein, Uhr weg, Napoli. Wisst ihr, was schöner ist, als einen freien Tag zu haben? Wenn Arbeitsamt überwiesen hat. Ha! Warum schafft es eine Frau nicht einzuparken? Weil ihr Freund immer sagt, Schatz, er ist 20 cm groß. Mich hat neulich jemand gefragt, ob ich Witze kenne, wo Präsidenten erschossen wurden. Und was soll ich sagen? Ja, ich kenne die. Wie nennt man einen Rinderdiebstahl in England? Oxford. Was ist weiß und versteckt sich hinterm Baum? Eine schüchterne Milch. Wo arbeitet ein Bäcker bei der Marine? Am Backbord. Oh yeah. Die Lehrerin sagt zum Fritzchen, Fritzchen, schätze doch mal, wie hoch die Schule ist. Fritzchen überlegt sich lange und sagt, 1,10 Meter. Die Lehrerin schaut ihn komisch an und fragt, wie kann das sein? Das stimmt nicht. Sagt Fritzchen, doch logisch, ich bin 1,20 Meter und die Schule geht mir bis zum Hals. Daraufhin schickt die Lehrerin den Fritzchen zum Direktor. Sagt der Direktor, Fritzchen, ich hörte, du hast Schwierigkeiten mit dem Schätzen. Schätz mal mein Alter. Fritzchen sagt, 44. Sagt der Direktor, das ist ja völlig korrekt. Woher weißt du das, Fritzchen? Ich kenne einen Halbidioten, der ist nur 22. Über uns Kommunisten wird immer gesagt, wir würden keinen Spaß verstehen. Aber das stimmt nicht. Wir verstehen Spaß. Wir mögen ihn nur nicht. Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 8 Uhr Stuhlgang. Ja und? Das ist doch gut. Ja, aber ich stehe erst um 10 auf. YouTubers live. Der kürzeste Witz der Welt. Brennholzverleih. Zwei Blondinen versuchen mit einem Draht ihr Auto zu öffnen. Schlüssel liegt halt leider im Wagen. Ich krieg den Wagen nicht auf, sagt die erste. Meint die zweite hin daraufhin, versuch's nochmal und bitte beeil dich, es fängt gleich an zu regnen und das Verdeck ist noch offen. Was hat ein Chinese und der grüne Punkt gemeinsam? Einen gelben Sack. Drei Geschäftsmänner laufen durch die Wüste und können einfach kein Ende finden. Sie sind müde, sie sind durstig, sie sind hungrig. Nach einer Weile kommen sie an einem alten Kloster an, was irgendwo mitten in der Wüste steht und anscheinend in einer Oase gebaut wurde, denn sie hören das Wasser plätschern und rennen darauf zu. Sie hämmern wie wild an die Tür und eine alte Nonne macht das Tor auf. Sie bitten um Einlass. Die alte Nonne sagt jedoch, nein, hier haben nur Frauen Zutritt. Die Männer betten und betteln immer noch weiter und die Nonne sagt, okay, tretet einer nach dem anderen vor, macht euch zu Frauen. Die Männer denken, alles klar, einer nach dem anderen, was soll schon passieren? Der erste tritt vor und die Nonne fragt, du bist Geschäftsmann, was stellt deine Firma her? Der Mann sagt, ja, meine Firma stellt Ziegelsteine her. Die Nonne zögert gar nicht, greift sich zwei Ziegelsteine und schlägt sie zusammen, sodass seine Eier plus Schwanz zerquetscht werden. Der Mann schreit wie am Spieß, rennt nach hinten durch, stillt seinen Durst und ist gerettet. Der zweite Mann tritt hervor und die Nonne fragt ihn ebenfalls, was stellt deine Firma her? Der Mann sagt, ja, meine Firma stellt die besten Äxte der Welt her. Die Nonne greift in die Ecke, nimmt sich die Axt und hackt dem Mann ebenfalls den Schwanz plus den Sack ab. Der dritte jedoch, der lacht sich ins Fäustchen und kriegt gar nicht mehr genug davon. Die Nonne schaut ihn an und fragt, was ist mit dir los? Sagt er, meine Firma stellt Dauerlutscher her. Was haben ein YouTuber und Kaffee gemeinsam? Beide werden gefiltert. Zigaretten sind wie Hamster. Ungefährlich, bis man sie in den Mund nimmt und anzündet.
Mein Mann hat mich gebeten, ihm sein Labello zu reichen. Aus Versehen gab ich ihm Superkleber. Er spricht immer noch nicht mit mir. Warum essen Blinde so gerne Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Gott hat jeden von uns individuell erschaffen, bis der Asiate kam. Dann dachte er sich, okay, jetzt Copy-Paste. Fragt eine Person die andere, wieso sind die Finn eigentlich am Ende? Sagt die andere. Weiß nicht, wieso? Antwortet die erste Person wieder. Na, weil sie Finnisch sprechen. Manchmal benutze ich Wörter, die ich selber nicht verstehe, um Photosynthese fortzuwirken. Es war einmal vor nicht so langer Zeit. Da ging ein Mann auf seinen Balkon und sah da mal eine Schnecke. Der Mann nahm die Schnecke und schmiss diese von seinem Balkon. 2 Jahre später klingelte es. Macht er die Tür auf, sah er die Schnecke. Was sollte das denn eben? Wie finden asiatische Eltern einen Namen für ihr Kind? Sie werfen so lange ihre Stäbchen auf den Boden, bis ein Sound rauskommt, der ihnen gefällt. Oh mein Gott. Wow, das waren ziemlich viele Witze. Ich werde jetzt keinen mehr erzählen, denn diese lustige Witzefolge ist eure Folge. Vielen Dank, dass ihr diese 200. Folge gestaltet habt. Bei so vielen Einsendungen, da kann man doch zur Feier schon mal Bengalo in der Wohnung anzünden. Ach, wir lassen das besser. Wenn ihr innerhalb der letzten Woche so ein bisschen auf meinem Kanal rumgeklickt und rumgescrollt habt, werdet ihr festgestellt haben, dass sich so einiges verändert hat. Und das wird in Zukunft auch dieses Format hier betreffen. Als erstes möchte ich verändern, dass die Folgen nicht mehr 2,5, sondern 3 Minuten gehen. Yay, da kann man sich freuen. Und ich werde hier eine neue Rubrik anfangen, den Kommentar der Woche. Das kann ein Witz von euch sein oder irgendetwas anderes, was mich in dem Moment beeindruckt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt damit an, aus Folge 199 von Limelu. Papa, wie funktioniert eigentlich das Internet? Also, du stellst eine Frage, dann bekommst du eine falsche Antwort auf eine ganz andere Frage, dann wird viel gestritten und deine Mama wird beleidigt, im Hintergrund laufen Katzenvideos und irgendeiner schreit Hitler. Schreibe auch du einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche bei Folge 201 zu werden. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, ich sage vielen Dank und bis nächste Woche. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Dann tue ich es wieder rein.